Hallihallo, willkommen zu einem kleinen Überblick zum Nameless Modpack, an dem ich jetzt ja schon für Version 1.11 seit geraumer Zeit arbeite. Und ich möchte nur mal kurz so einen Blick, einen kleinen Einblick geben zum aktuellen Arbeitsstand, muss man vielleicht so zu nennen. Ja, was kann ich sagen? Ich würde das Modpack momentan vom Stand her als fast Feature Complete bezeichnen. Es gibt noch ein paar Sachen, die fehlen schlicht und einfach noch, weil sie noch nicht für 1.11 verfügbar sind. Das eine wäre natürlich eine angenehme Jetpack-Mod, um das Midgame ein bisschen aufzupeppen noch. Fürs Endgame habe ich für sowohl die Technik-Linie als auch für die Magie-Linie jeweils ein Creative Flight Item, das ist also K-Thema. Aber fürs Midgame ein normales Jetpack wäre noch ganz nett und alles, was ich momentan in Mods drauf habe, da bin ich momentan ziemlich sicher, dass da kein Jetpack oder irgendwas, was ähnliche Funktionalitäten bietet, dabei ist. Das ist die eine Mod. Die andere ist Thermal Dynamics. Das ist eine Mod für Item-Transport, Fluid-Transport und Energietransport. Da ist es so, dass die Mod halt noch nicht mal für 1.10 vollständig draußen ist. Also nicht mehr vollständig, die ist nicht draußen. Es gibt so die Fliegen, es fliegen ein paar Alpha-Versionen rum sozusagen. Aber das war's dann auch. Und die Mod würde ich gerne drauf haben, weil sie wirklich geil ist. Die ist im Prinzip wie das alte Buildcraft, nur besser vom Handling und so weiter und so fort. Zum Thema Buildcraft selbst kann ich sagen, nach aktuellem Stand und Wissen, wie es um die Mod steht, könnte man sagen, man macht sie vielleicht später noch rein. Zum Release, denke ich nicht, dass es sinnvoll ist, sie zu integrieren. Dazu ist es schlicht und einfach momentan, sie ist zwar für 1.11 draußen, aber sie ist weit weg von irgendwie Feature Complete, noch sonstigen. Dementsprechend, ja, kann man eigentlich drauf verzichten. Die wenigen Sachen, die Buildcraft 1.11 momentan kann, darauf kann man wahrsten Sinne des Wortes momentan verzichten. Gut, was fehlt noch so? Mir fehlt ehrlich gesagt noch Railcraft. Allerdings weiß ich nicht, wie lange Core Jaguar mit der 1.10 Portierung noch braucht. Er kommt voran, das weiß ich. Es gibt mittlerweile irgendwie zwei oder drei Releases, wo jetzt nach und nach die Features wieder eingeführt wurden, die es vorher schon gab. Teilweise natürlich umgeschrieben und neu gemacht. Hat ein paar echt schöne Sachen drin, wie man halt alles so von Buildcraft damals kennt. Vor allem die Boiler und so weiter fehlen mir momentan. Aber da wir fast alle Erze haben und Raycraft eher dann so eine Utility-Mod ist, die man halt einfach später aufspielen kann, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als Mod bezeichnen, die man jetzt unbedingt zum Serverstart braucht. Dementsprechend gibt es eigentlich wirklich bloß zu sagen, dass es so ein, zwei Mods gibt, die momentan noch nicht ganz fertig sind. Der Rest ist eigentlich da. Nun könnte ich jetzt sofort sagen, hey, ich release den Spaß jetzt einfach in den nächsten zwei, drei Tagen, aber das möchte ich auch nicht tun. Denn zum einen gibt es schon noch ein paar Config-Sachen, die ich einstellen möchte. Also mich nerven noch ein paar Kleinigkeiten, die ich gerne versuchen könnte zu fixen. Und zum anderen ist mir die Stabilität von Alternate Terrain Generator, so heißt er, und Realistic Terrain Generator. Die Stabilität ist mir einfach nicht ausreichend genug. Also beide Mods müsste ich manuell sozusagen aus dem Source Code heraus kompilieren und die funktionieren auch. Also ich habe mit beiden schon gute Welten kreiert. Nun ist es so, ATG wurde vor kurzem so erweitert, dass auch Biome anderer Mods erkannt wurden. Das ist für uns essentiell. Also sprich, das könnte man jetzt nutzen. Allerdings hat ATG halt das Problem, dass es dort keine Flüsse gibt. ATG generiert wunderschöne Welten, das kann ich nicht anders sagen, aber es gibt halt echt keine Flusswege. Und dort ist RTG schon deutlich weiter. Und auch wenn RTG vielleicht mehr Rechenlast braucht beim Generieren der Chunks, sehen meiner Meinung nach die Ergebnisse sehr ähnlich zu ATG aus, mit dem Unterschied, dass es halt noch Flüsse und ein paar andere Kleinigkeiten gibt, die es halt bei ATG momentan einfach, ja, die nie möglich sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei weitere Sachen, die mir aufgefallen sind, ist, das eine ist die Wood Mansion. Das ist eine Struktur, die es in Minecraft seit 1.10 oder 1.19 gibt, die halt in den Dark Oaks irgendwo
sich ja, platziert, so ein bisschen wie der Nether Fortress. Und das ist halt ein ziemlich krasses Haus. Und das andere sind halt diese Ozeanmonumente. Und beides konnte ich momentan zumindest über den Locate-Befehl nicht lokalisieren. Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt ob sie überhaupt generiert werden oder ob sie gar nicht generiert werden. Weil wenn sie gar nicht generiert werden, dann wäre zumindest für die Ozean-Sachen wäre es ein bisschen schade, denn ist es halt ein neuer Boss und den haben vielleicht von uns noch nie alle gesehen. Dementsprechend, das muss ich mal gucken, ob ich das rausfinde, ob das Ding generiert wird oder nicht. Und je nachdem könnte ich dann halt sagen, okay, man fängt notfalls mit einer Alpha-Version von RTG an und belässt es dann dabei drauf und aktualisiert die Version dann hin und wieder mal. Und ja, dann geht es dort also weiter. So, ansonsten habe ich jetzt echt schon viel gemacht für Ausklamüserung von clientseitigen Mods und serverseitigen Mods. Dabei gibt es eigentlich nicht so ultra viel auszuklamüsern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben relativ viele clientseitige Mods, ich glaube, das sind mit Sicherheit 8 Stück oder sowas, die dann halt wirklich an- und ausgeschalten werden können. Ein paar seht ihr hier schon voll in Aktion. Das ist schon ziemlich cool. Ein paar serverseitige Mods sind dann eher solche Sachen wie die Baumgeneration und so weiter und so fort, die noch dazu kommt. Und die brauchen dann nicht mehr auf dem Client zu sein. Das heißt, der Client ich versuche den halt dann dort an der Stelle noch ein bisschen kleiner zu prügeln. Zum Client selbst kann ich jetzt momentan sagen, ich hänge jetzt, gut, der rödelt jetzt schon eine ganze Weile vor sich hin. Also ihr seht dort oben rechts, man kommt so auf 3,5 Gigahertz, Gigahertz, Megabyte, Gigabyte, verdammt, 3,5 Gigabyte Maximum ungefähr. Tendenziell ist es vielleicht am Anfang noch ein bisschen weniger. Es kommt darauf an, wie oft man jetzt durch die Gegend reist und irgendwelche Sachen testet und solche Sachen halt. Von Mods her bin ich insgesamt momentan schon echt happy. Also es ist ein guter Mix aus Technologie-Mods und aus Magie-Mods und teilweise halt auch Exploration und so weiter und so fort. Nun könntet ihr an der Stelle das Video ausmachen, wenn ihr euch nicht für die Quests interessiert. Wenn ihr ein paar Sachen zu den Quests hören wollt, dann ja, dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt weiter gucken. Ansonsten, wie gesagt, wer nicht gespottet werden will, der sollte vielleicht hier abschalten. Gut, Quests. Wie ihr seht, wir haben momentan 228 Quests. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Ich habe auch über 500 Zeilen an Code, um Rezepte zu ändern. Selbst wenn ich jetzt davon die Hälfte wegnehme und dann noch ein paar extra Zeilen wegnehme für irgendwelche Kommentare und so weiter, dann sind das mindestens 150 bis 200 Rezeptänderungen an sich. Das ist schon ein ganz ordentlicher Haufen. Und dementsprechend ist halt echt alles mittlerweile aneinandergereiht. Was ich rausgeschmissen habe, ist das komplette Reputationssystem, weil die Mod selbst, HQM, ist von der Stabilität nicht ultra mäßig besonders momentan. Dementsprechend Reputation wurde zum Teil nie gespeichert und irgendwie hat mich das ganze System irgendwann einfach nur genervt. Deswegen ist das Ganze jetzt ein zusammenhängendes, langes, großes System. Und man fängt an mit dem ganz normalen Teil, mit aller Anfang ist schwer. Da geht's, ich möchte jetzt hier nicht auf die einzelnen Quests eingehen, wirklich erstmal um die ersten Tage, ums Überleben, um die ganzen, zum Teil Tierzucht, zum Teil Farming, zum Teil, wie kriege ich sozusagen ein bisschen mechanische Energie rein, wie verschicke ich Briefe und so weiter und so fort. Wie sammle ich Wasser und Haufen so ein Krimskrams. Das ist so alles, was so einen die ersten Spielminuten und Tage bewegt. Auch im Zusammenhang sozusagen, wann erreiche ich den Nether und so weiter und so fort. Denn wir haben jetzt effektiv die Oberwelt, danach folgt der Nether, dann splittet man sich auf zwischen dem Beneath und den Abyssal Wastelands. Und von den Abyssal Wastelands geht es dann halt weiter in die Dreadlands und von dort aus gibt es noch eine weitere Dimension, die ich jetzt gerade nicht weiß. Und das End wird auch dort mit hinten angehangen werden. Das heißt, im Normalfall solltet ihr keine Möglichkeit haben, ins End zu kommen, ohne vorher in den Abyssal Dreadlands rumgerannt zu sein. So das heißen, den Enderdrachen werdet ihr relativ spät sehen, den Wither werdet ihr noch viel später sehen. Gut, von den aller Anfang ist schwer, kommt ihr relativ zügig, wenn ihr wie gesagt die neuen Dimensionen erreicht habt. Da gibt es jetzt hier einen extra Tab, Erz und Dimensionen.
Im Prinzip, wie gesagt, in der Oberwelt findet ihr den Teil hier links. Dann kommt man in den Nether, hat neue Erze, die man zum Teil findet. Ich habe jetzt nicht alle hier gelistet, weil nur die wichtigsten wirklich für mich sinnvoll erschienen. Im Nether, wie gesagt, kann man dann später den Zugang zum Beneath freischalten, wo dann wirklich halt die viele Erze sind. Und vom Beneath aus geht es dann, oder beziehungsweise nicht vom Beneath, auch vom Nether aus, geht es dann ins Abyss und dort findet man dann noch viele weitere Erze und später dann irgendwann Zugang zum End und zu den Dark Realms. Genau. Nachdem man halt, wie gesagt, im Nether irgendwann angekommen ist, kann man sich mit dem zweiten Tab hier beschäftigen. Das ist die Erzverdopplung. Ich bin vom Namen noch nicht sicher, ob ich den so lasse, aber Namen sind Schall und Rauch. Von dem her. Hier geht es erstmal darum, hier ist Emboss beschrieben. Eine ziemlich geile Magitech-Mod. Für diejenigen, die vielleicht in die Magielinie wollen, könnte ich halt empfehlen, eher Emboss zu probieren. Für diejenigen, die wirklich reine Techniklinie geben, die versuchen sich an Agile Additions und Immersive Engineering in Kombination und sollten damit eigentlich schon relativ sicher fahren. Es kann durchaus sein, dass ich hier noch die eine oder andere Quest hinzuprügele. Das Problem ist halt, vom derzeitigen Kategoriennamen her ist es halt unpassend, jetzt hier Haufen automatisierender Items hinzuzufügen. Dementsprechend, ja, vielleicht lasse ich es einfach dabei. Mal gucken. Genau. Für die reinen Magiefreunde, die können schon relativ früh anfangen mit Natur und Sterne. Hier hat man dann halt Roots mit den ganzen Pflanzengelump-Zeugs und man hat Astral Sorcery, was sich halt komplett mit der Sternenforschung beschäftigt. Beides sehr coole Mods. Für den weiteren Fortgang der Magielinie geht es dann weiter, soweit ich weiß, mit Blutopfer und Blumen. Da hat man dann als erstes zu erfüllen einen Großteil von Blood Magic. Und wie ihr seht, kommt ihr dann von Blood Magic rüber zu Botania. Botania selbst habe ich ein bisschen verriegelt. Also da kommt man nicht so ohne weiteres rein, ohne dass man bei Blood Magic wenigstens den Tier 3 erreicht hat. Das hat den einfachen Hintergrund, es, soweit ich jetzt weiß, dass das Blood Magic, das Botania für mich das deutlich krassere Endgame bietet und dementsprechend ich das ein bisschen verriegeln wollte. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Pflanzen von Botania sind halt relativ einfach zu bekommen. Dementsprechend war das war ein bisschen Mühe notwendig, um Botania ein bisschen wegzusperren. Ebenfalls weiter hinten findet sich dann noch das hier. Das ist Magical Agriculture. Mit der Mod könnt ihr im Prinzip alle Erze und alle Mobs züchten als Blumenform. Also die ist sehr, sehr krass, vielleicht schon in Richtung Overpowered, aber da man sie relativ spät erst freigeschalten bekommt und die Art und Weise, wie das Ganze jetzt funktioniert und wie er viele völlig overpowerte Sachen aus irgendwelchen Sky-Block-Maps nicht dabei haben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Mod relativ viel Spaß machen wird für später, vor allem wenn man dann keinen Bock mehr hat, ständig irgendwie Erze suchen zu gehen. Genau, das ist Blutopfer und Blumen. Im Prinzip, damit endet dann halt auch die Tech-Linie. Mit Botania hat man eh schon relativ lange zu tun. Blood Magic hat auch relativ viel Inhalt. Gut, von der Technologielinie wird es eigentlich weitergehen mit der Techniklinie. Hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was hinzufügen müssen. Geht es im Prinzip darum, von den ersten Agile Reconstructor Blöcken sozusagen neue Items zu erschaffen, mit denen wir dann im Prinzip die Möglichkeit erhalten, ja, weitere Technologiesprünge zu machen. Zum Teil habe ich halt auch andere Mods wie RF-Tools dann hinter solchen neueren oder leicht geänderten Items aufgestellt. Das hat für mich den Vorteil, dass es quasi für den Spieler kein Riesensprung wird, also weil die Items sich total ändern, sondern es ist eher so, ja, man nimmt dann halt statt Eisen irgendwas ein leicht verändertes Eisen und damit funktioniert der Spaß immer noch und man hat nicht einen mega krassen Aufwand da, alles krank zu automatisieren und so weiter und so fort. Gut, und später ist dann halt noch die komplexe Technik. Das stellt jetzt für mich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal nur Tech Reborn dar und später dann auch noch Refined Storage. Jetzt weiß ich nicht, für Refined Storage brauche ich jetzt wahrscheinlich keine großen Quests machen, denn
Ja, ich könnte jetzt sagen, hey, benutzt einen Exporter, benutzt einen Importer, aber dafür extra jetzt eine Questlinie aufzuschreiben, da würde ich lieber aufs Wiki verlinken und dann ist die Sache für mich gegessen. Ein bisschen problematischer sieht es dann bei Nuclear Craft aus. Ist auch eine sehr spannende Mod, wo man halt dann, wie welch Zufall, Nukleargeneratoren bauen kann. Ist deutlich interessanter als vielleicht nur so ein einfacher Re Extreme Reactors Mod, wo man dann einfach das Zeug zusammenkippt und dann funktioniert der Spaß einfach. Dementsprechend bin ich gespannt. Die Mod ist noch nicht 100% fertig, aber da sie eh im Endgame ist, ist mir das momentan ziemlich wurscht. Genau. Und ansonsten gibt es hier noch, wie ihr vielleicht noch gesehen habt, zwei weitere Tabs. Das eine ist Logistik. Hier habe ich versucht, die wichtigsten Transportsysteme sozusagen mal kurz aufzuschlüsseln. Hier fehlen natürlich auch zum Teil noch einzelne Sachen, aber insgesamt ist es so mal ein grober Überblick, was man so machen kann. Insgesamt ist es vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, als man damals zur Verfügung hatte, aber ich denke mir halt auch, am Ende reicht es eigentlich erstmal. Gerade deswegen möchte ich halt gerne noch Thermodynamics mit reinkriegen, damit hier für quasi alle verfügbaren Sachen noch ein bisschen was dazukommt. Aber ansonsten ist gerade das letzte ExNet ist sehr, sehr mächtig. Mit Actual Editions haben wir hier im Prinzip Flüssigkeits-Item und Energietransport. Redstone glaube ich jetzt gerade nicht. Aber für Redstone haben wir halt auch genügend Möglichkeiten, um dort Redstone über kurze Wege, über lange Wege oder normale Wege zu transportieren, wie auch immer. Und dementsprechend ist es schon relativ umfangreich, was es an Möglichkeiten so bietet. Thermodynamics wäre hier wirklich noch das i-Tüpfelchen im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann kommen wir zum letzten Tab. Das ist Mobfarmen in Kolonien. Ja, Mobfarmen. Die ganzen Quests werden durch, ja, nennen wir es mal, andere Quests freigeschalten, die auf verschiedenen Wegen liegen, weil zum Teil ist zum Beispiel den Nether-Spawner, der macht das Sinn ab irgendwo RF-Tools-Stufe sozusagen. Die Cursed Earth-Stufe macht erst Sinn, wenn man halt wirklich dann sehr fortgeschritten ist in dem Bereich Exploration, also Erkundung. Soul Shards kriegt man relativ einfach und so weiter und so fort. Und das wird dann alles nach und nach freigeschalten. Und in Sachen Kolonien, da habe ich jetzt auch angefangen vor kurzem mit den Quests. Da ist es halt so, jeder Spieler kann auf dem Server eine Kolonie gründen, nicht mehr, nicht weniger. Also weniger schon, aber nicht mehr. Und ich möchte natürlich auch versichern, dass die Kolonie dann von euch geschützt werden kann. Und deswegen habe ich hier noch zum Teil Kolonieverteidigung und so Späße mit hier ein bisschen integriert. Leider ist die Beschreibung von My Colonies nicht sonderlich gut. Allerdings gibt es Videos, wo das halt ganz gut beschrieben wird. Da muss ich gucken, wie ich das am besten. Das wäre halt echt geil, wenn man hier noch direkt YouTube-Videos oder irgendwas einbinden könnte oder Wikis in das Buch, aber geht halt leider nicht. Gut, damit sind wir soweit durch mit den ganzen Quests, die ich jetzt hier momentan so reingeschrieben habe in das Büchlein. Und auch ansonsten kann ich jetzt noch sagen, ich habe schon angefangen und beziehungsweise abgeschlossen. Die Schwierigkeitsgrade, effektiv ist es so, dass ich das euch jetzt hier leider nicht zeigen kann, weil das wieder abgeschnitten ist. Ich kriege einen Krampf. Es ist eine ältere Welt. Im Prinzip ist es so, dass der Schwierigkeitsgrad gibt es ja normal, peaceful, dann kommt easy, normal und hart. Und das sind die globalen Schwierigkeitsgrade. Es gibt aber noch sogenannte lokale Schwierigkeitsgrade. Und die gelten. Na, wo sind die Chunkboarder? Weg. Sehr gut. So muss das sein. Also, die gelten für die Chunk Border. Das heißt, in einem Chunk, seht ihr halt oben rechts auf der Karte, habt ihr einen lokalen Schwierigkeitsgrad. Und der lokale Schwierigkeitsgrad, der ändert sich halt von Chunk zu Chunk. Und die Idee ist, der lokale Schwierigkeitsgrad wird von vielen Faktoren beeinflusst. Zum einen die Gesamtspielzeit auf dem Server, was natürlich relativ nebensächlich ist, denn nach 21 Stunden ist diese maximale Gesamtspielzeit erreicht. Das heißt, nach einem Tag Serverlaufzeit. Und ab dann geht die Chunkzeit. Und dann ist es einfach so, wenn 50 Spieler in einem Chunk wären, dann wäre nach einer Stunde dort der Schwierigkeitsgrad auf Maximum. Wenn ein Spieler in einem Chunk ist, dann braucht es 50 Stunden, bis der maximale Schwierigkeitsgrad erreicht ist. Und da ich jetzt mal denke, dass die meisten alleine oder zu zweit oder maximal zu dritt spielen werden, wird es eine ganze Weile dauern, bis dort quasi der maximale Schwierigkeitsgrad erreicht ist. Und somit habe ich einfach gesagt, okay, ich teile die Mobs in leicht, mittel, schwer und ultraschwer sozusagen auf. Und
diese bekommen dann halt ihre Spawn-Wellen. Und ja, es ist halt so, am Anfang kommen jetzt Mobs, die man vielleicht schon kennt. Silberfische und so Späße zum Beispiel, die halt nicht viel aushalten und nicht viel machen. Und die rennen dann hier nachts rum und haben Spaß. Und irgendwann später kommen dann halt vielleicht mal fettere Gegner und dann auch echt größere und keine Ahnung, solche Späße halt. Dabei ist aber so, dass die kleineren immer mit spawnen werden. Das gilt für eine einzige Gattung nicht, aber das ist nicht so wichtig. Generell gilt halt, die Wahrscheinlichkeit wird trotzdem dann verteilt zwischen allen Monstern, die spawnen können. Was bedeutet, dass dann halt weniger von den kleineren spawnen, dafür halt noch ein paar von den mittleren und weiteren paar von den schwereren und so weiter und so fort. Problem ist, das Ganze kann ich schlecht testen. Also, weil schlicht und einfach ich den Schwierigkeitsgrad von den einzelnen Chunks nicht einfach hochstellen kann. Und ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, 50 Stunden hier einfach rumzustehen, bis ein Chunk maximal den Schwierigkeitsgrad erreicht hat. Dementsprechend wird das ein bisschen testen werden mit dem ganzen Spaß. Aber ja, so viel erstmal hier zum Thema Schwierigkeitsgrad. Und damit bin ich, denke ich, durch. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett gelangweilt oder was auch immer. Insgesamt bin ich echt happy, dass das ganze Ding jetzt im Stand ist, wo ich sage, man könnte es echt schon fast releasen. Ein paar Kleinigkeiten mache ich noch und vielleicht lasse ich mich breitschlagen und dann hier in 14 Tagen oder sowas mit, vielleicht sogar in einer Woche, keine Ahnung, über Christi Himmelfahrt oder sowas, dann das ganze Ding zu releasen. Wenn ihr so Leute habt, die ihr überreden möchtet und könnt, hier mitzumachen an dem ganzen Modpack oder nicht mitmachen, sondern mitspielen. Ich denke, der Server hat die Kapazitäten für ein paar Leute. Wäre auf jeden Fall schön, zum Release-Tag nicht nur irgendwie zwei Leute zu haben, sondern ein paar mehr. Und redet das ein bisschen rum. Normalerweise sage ich halt immer noch Leute auf dem Server ab 18. Wäre sehr hilfreich. Wobei ich auch kein Problem habe, wenn das zivilisierte Jüngere sind, die dann halt wirklich Bock drauf haben, da ein bisschen was zu lernen. Denn kann auch nicht schaden. Gut, und damit mache ich jetzt erstmal Schluss. Es wird jetzt gleich 3 Uhr morgens. Dementsprechend hört man sich wieder.